Beginnen wir mit folgendem Video, meine Freunde. Der gute Marvin hat hier etwas getan. Und zwar... Wer zum Teufel? Kunstfälschung. Ich verschicke Influencern Van Gogh Skizzen. Und ich glaube, das ist eine ganz interessante Sache, weil ich ja auch davon betroffen gewesen bin, meine Freunde. Ich würde sagen, wir schauen an der Stelle mal ganz kurz rein, was Marvin sich dabei gedacht hat. Van Gogh Skizzen hat er mir ja geschickt. Ja, schauen wir mal ganz kurz. Marvin, was hast du mit mir vorgehabt? Erzähl mal. Wer zum Teufel hat mir diesen Scheiß... Hey Leute, ich mach vielleicht nochmal ganz kurz ein kleines bisschen anderes Licht dazu. Scheißhaufen zugeschickt. Und vor allen Dingen, wer macht sich so viel Mühe für einen 300.000 Euro Kunstfake? Hallo, da bin ich wieder. Und den Scheißhaufen, den habe ich gemalt. Ich habe Nachrichten in meiner Managementgruppe halt. Elif hat mir um 18.10 Uhr diesen Brief hier mit dieser vermeintlichen Skizze reingeschickt und hat geschrieben, Van Gogh hat das gezeichnet. Cool, oder? Sie haben es dir geschenkt. Nachstehend kommt nochmal ein Echtheitszertifikat und ich sage, das ist niemals real. Such das Museum, ruft er an, das ist niemals echt. Rivi, du bist ein Fuchs, aber für alle anderen, hier die Geschichte. Es begann vor einem Monat. Digga, jetzt ist das Ding, ich will gar nicht wissen, wie viele Idioten darauf reingefallen sind. Das ist echt ein Problem, Leute, und ich will das jetzt hier einfach mal an der Stelle sagen. Es ist wirklich nicht leicht, ich zu sein, weil ich bin extrem erfolgreich, gut aussehend und dazu auch noch sehr, sehr intelligent. Wisst ihr, was ich meine? Die meisten anderen Influencer bringen maximal eine dieser Eigenschaften mit und ich habe einfach alles. Grüße gehen raus. Jeder von euch hat zumindest einmal im Kunstunterricht Vincent van Gogh behandelt. Richtig, Nein. Das ist der Typ, der sich irgendwann das Ohr abgeschnitten hat. Nicht nur dafür ist er bekannt, sondern auch für einige große Gemälde der Geschichte. Eines davon, das habe ich hier nachempfunden. Und ihr mögt jetzt vielleicht schon erraten, was wir heute machen. Richtig, wir schicken Skizzen von Vincent van Gogh an die Influencer, sagen, dass die original wären, in der Hoffnung, dass sie das in ihre Story posten. Und warum sollten sie das machen? Natürlich, um Kunstgeschichte an die jungen Leute zu bringen. Und da sollen sie das Museum für Kunst unterstützen. Man muss ja auch beachten, dass so Skizzen in verschiedenen Stadien entstehen. Bevor natürlich so die Mimik in die Gesichter gezaubert wird. Marvini, danke für deinen Zap. Arbeitet man natürlich erstmal mit Formen. Das ist einfach so ein Mund und eine Nase und ein Auge. Das sieht einfach aus wie ein Schwanz. Das sieht einfach straight up aus wie ein Pimmel. Aneinander gemalt. Kunstwissenschaftler aus der ganzen Welt wissen, dass Vincent van Gogh natürlich irgendwann an seiner psychischen Störung gestorben ist. Er hat sich nicht nur ein Ohr abgeschnitten, sondern er war halt auch generell sehr impulsiv, sehr aggressiv. Und das erkennt man zum Beispiel hier an diesen harten Strichen, die ich hier eingearbeitet habe. Das sieht einfach auch scheiße aus. Also, ich habe mir dabei schon was gedacht. Ich habe mich diesmal tatsächlich auch... Die Skizze ist ja die ich bekommen habe und die ist noch am ehesten dran. Aber auch halt kompletter Bullshit. Menschen fokussiert bei meiner Ausarbeitung hier. Spaß, ich habe mir gar nichts dabei gedacht. Ich habe einfach irgendwas draufgemalt. Und wenn ihr vielleicht Ideen habt, wie ich den Influencern nochmal eine Freude machen kann, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Würde mich sehr, sehr interessieren, was ihr so für verrückte Ideen habt. Ich fände es geil, Marvin, wenn du deinen Schwanz in Silikon drücken würdest und einen Abdruck von deinem Pimmel machen würdest. Der kann ja nicht, der muss ja maximal so sein. Und dass du dann sagst, hi, ich bin Marvin. Wenn ihr Lust habt, eventuell tatsächlich eigene Sextoys von eurem Penis zu erstellen, würde ich sagen, meldet euch doch bei mir. Das fände ich eine geile Idee, Marvin. Also einfach eigene Schwanztoys erstellen. Im Museum der Kunst haben wir hier ein Echtheitszertifikat ausgestellt. Ich werde dich anzeigen wegen Urkundenfälschung, du gehst ins Gefängnis. Aber auch diesmal sind hier wieder einige Fehler eingebaut worden. Einige, aha. In diesem Echtheitszertifikat stehen dann so Sachen drin, wie zum Beispiel, das Objekt stammt nachweislich aus der Zeit des späten Barocks. Vincent van Gogh hat nicht im Barock gelebt, damit die Influencer natürlich noch die Möglichkeit haben, das einfach mal zu googeln und zu schauen, ob das wahr ist oder nicht. Und dann gehe ich auf YouTube und sehe dann plötzlich das Video von Revi. Auf dem Thumbnail von Revi ist mein hässliches Gemälde drauf. Beginnen wir doch erstmal mit dem Logo. Museum für Kunst in Berlin. Das Logo ist tatsächlich nicht existent. Genauso wenig wie das Museum, denn das Logo entspricht... Perfekt. Marvin, einfach 1:1 mein Video nochmal hochgeladen. Grüße gehen raus. Bringt einem Kunstmuseum aus Dortmund. Museum für Kunst und Kulturgeschichte in Dortmund und nicht in Berlin. So, jetzt nach dem Knochending habe ich gedacht, die Influencer fallen auf alles rein. Aber dass dann jemand sich wirklich mit der Materie so auseinandersetzt und das Ganze ausrecherchiert, damit habe ich wirklich überhaupt nicht gerechnet. Das Museum für Kunst in der Invalidenstraße 43 in 10115 Berlin existiert tatsächlich auch nicht. Was soll ich sagen, Leute? Ich bin einfach, es ist einfach so unfair. Es ist einfach nur unfair, wie intelligent ich bin. Das ist einfach echt unfair allen anderen Leuten gegenüber. Mann, wenn ich das Einzige, was ich habe, ist Asthma. Das ist doch nicht fair, dass ich vom Leben so geküsst bin. Wisst ihr, was ich meine? Scheiße, Mann. Wirklich, also intelligent, gut aussehen,
Ich habe einfach alles. Ey, das ist echt nicht fair. Da steht zwar ein Museum, und zwar das Museum für Naturkunde, allerdings kein Kunstmuseum in Berlin. Es gibt kein Museum für Kunst in Berlin. Des Weiteren geht es hier um das 120-jährige Jubiläum des Hauses. Dazu gibt es auch tatsächlich kein Museum in Deutschland, was 2020 sein 120-jähriges Jubiläum überhaupt feiert. Also alles erstunken und erlogen. Ja, erstunken und erlogen sind jetzt mächtige Worte, würde ich jetzt nicht sagen. Vielleicht ein bisschen gemogelt. Das heißt, Marvin hier an der Stelle einfach mal auf ganz Knacks sein Video mit meinem Video auf 10 Minuten gestreckt. So ein Ding. Ein fiktives Museum. Und ich habe natürlich auch sehr viel Geld, das darf man auch nicht vergessen, klar. Findet eine fiktive, aktuelle Ausstellung zum Thema der Epoche des Barock statt. Des Weiteren gibt es ein paar sehr, sehr große zeitliche Diskrepanzen. Für die Leute, die nicht unbedingt Kunstwissenschaften studiert haben oder so wie ich. Die Barockepoche begann ungefähr 1600 nach Christus und endete ca. 1660, 1700. Vincent van Gogh war kein Barockkünstler und hat auch selber nicht zu dieser Zeit gelebt. Weiß ja jeder, Lektion 1 in Kunstwissenschaften, Wikipedia, beste Quelle. Des Weiteren... Nee, Marvin, aber... Also ich sag mal so, dass die Quelle zum Barock auf Wikipedia stimmig ist, das sollte schon passen. Finden wir den Absatz. Und ich hab halt echt eine Menge... Ja, Digga, Leute, es wird nicht besser. Wir würden uns freuen, es in einer deiner Stories wiederzusehen und deine junge Zielgruppe für die Welt der Künste zu begeistern. Wir haben dann mal geschaut, ob es auf Instagram eventuell schon mal einen Hashtag Barockwelt gegeben hat. Bis dato hat keine Person des öffentlichen Lebens diesen Hashtag jemals auf Instagram benutzt. Ja, ist schon traurig, dass jetzt keiner irgendwie was zur Barockwelt gepostet hat, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Karl von Benneckendorf existiert zwar nicht, es gibt zwar eine Adelsfamilie Benneckendorf um 1800... Warte mal, also das ist einfach nur mein Video mit Kommentaren von dem. ...aber keinen Karl von Benneckendorf als Museumsleiter in Berlin. Der Leiter der Saurierwelt, Ernst Hoppmann, ist ein kleines Indiz dafür, dass es hier sich tatsächlich doch um ein Naturkundemuseum handelt. Aber ich glaube nicht, dass in einem Museum für Kunst eine Saurierwelt großartig stattfindet und ist auch recht in einem Kunstmuseum kein Leiter für Saurier. Welten gibt. Irgendwie an sich widersprüchlich. Also wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich das Zertifikat und das Anschreiben 1:1 kopiert von meinem Knochenvideo. Ich meine, ich mache mir ja nicht zweimal die Arbeit. Das war ein Problem. Und da stand halt Saurierwelt drin und das habe ich dann nicht bemerkt, wenn ich ehrlich bin. Aber Rivi hat es gemerkt. Aber Rivi hat es gemerkt, er ist halt schlauer als ich. Ich sag es die ganze Zeit schon. Jetzt kommen wir mal zu dem... Stell dir mal vor, jemand checkt den Joke nicht und denkt, Rivi ist abgehoben. Das ist kein Joke. Ich bin übermäßig intelligent. Das ist kein Witz. Ah! Echtheitszertifikat. Es gibt hier vorne den EUFD-Standard. Ein internationaler Standard tatsächlich, der ursprünglich die sorgfältige Prüfung dieses Exponats belegen soll und sagt, das hier ist echt. Diesen Standard gibt es nicht. Den haben sich Leute ausgedacht und hier drauf geschrieben. Also eigentlich war es die europäische Unterschrift für Dinosaurier. Stammt auch aus dem alten Zertifikat. Habe ich auch vergessen. Ja, ich habe da nicht so sauber gearbeitet. Aber hey, ich habe ein Video von Rewe gekriegt. Marvin, du hast auch gerade noch ein zweites Video, was du hier einfach an der Stelle... Ach, Digga, scheiß drauf. Big Mac, 3 Wochen. Gefunden wurde das Werk 1909 in einer kleinen Bastille in Bergamont, Frankreich. Der Ort Bergamont existiert nicht. Bergamont in Frankreich gibt es nicht. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ich glaube, auf irgendeiner Käsepackung stand mal Bergamont. Und das habe ich gedacht. Frankreich, Bergamont, Bastille, Baguette, Schnauzbart, Je m'appelle Marvin. Aha. Ich habe es draufgeschrieben. Sehr gut. Bergamont ist eine Art Fahrräder, die ihr hier eingeblendet sehen könnt. Ihr merkt schon, es ist alles in sich sehr inkonsistent und ich frage mich bei jedem kleinen Fakt, den ich hier mehr finde, warum der ganze Aufwand? Ich glaube, der Käse hieß Giramont, nicht Bergamont. Ja, der heißt Giramont, Bro. Oh. Wissenschaftler des Museums unter Leitung von Kunstwissenschaftler Werner Samlowitsch. Diesen Namen gibt es nicht. Man muss ihm aber sagen, dass er es geschafft hat, das Video trotzdem noch auf 10 Minuten zu strecken, ist wirklich eine Meisterleistung, Marvin. Also da muss ich wirklich... Es gibt keinen einzigen Google-Eintrag, also nicht einen. Diese Person existiert de facto nicht. Mein Lieblingsnachbar, als ich klein war, hieß Samlowitsch mit Nachnamen. Und so bin ich auf den Namen gekommen. Die haben alle Bedeutungen, die Namen. Benckendorf war meine Klassenkameradin. Mit einem Hoppmann habe ich Abi zusammen gemacht. Und Samlowitsch war mein Nachbar. Ja. Wir haben jetzt also hier tatsächlich diese Skizze. Und das Ganze ist kein Reißpapier, wie man sehen kann. Sondern tatsächlich einfach nur ein ganz normal bedrucktes Papier mit einer bedruckten Textur obendrauf. Das Papier, das ist von Amazon. So ein Urkundenpapier. Da druckt man normalerweise so für Schatzsuchen Urkunden drauf. Evi hat die Piratenprüfung erfolgreich bestanden, Digga. Ja, und du an der Stelle bei der Urkundenprüfung komplett durchgefallen, wa? Wir haben uns mal ein wenig damit auseinandergesetzt und geschaut, was kosten eigentlich so Werke von Van Gogh? Ein Kreide- und Bleistiftgemälde, welches heißt Group of Pine Trees, welches für ungefähr $300.000 über den Tresen gegangen ist. Das teuerste Gemälde von Van Gogh seht ihr hier einmal eingeblendet. Das ist das Porträt des Artes Paul Gachet für $75 Millionen an einen privaten Sammler verkauft. Ich finde super, dass er da so nachrecherchiert hat. Ich meine, seine ganzen Zuschauer... Ja.
Die wissen jetzt so viel über Vincent van Gogh und Kunstwissenschaften. Nein, meine Zuschauer sind alle dumm und werden sich das nicht reingezogen haben. Hat sich doch mega gelohnt. Und jetzt kostet so eine normale Zeichnung von Vincent 70 Millionen. Was denkst du, was deine wert sind? Ich glaube, man muss dafür Schmerzensgeld kriegen, wenn man die annimmt. Okay, das könnte verschiedene Player geben, die eventuell hinter so einem groß angelegten, sehr, sehr aufwendigen Streich, ich meine Dokumentenfälschung, eventuell sogar diese Kunstfälschung, ja, mit einem gefälschten Echtheitszertifikat. Vielleicht kommen wir da sogar in den illegalen Bereich, das weiß ich nicht. Ja gut, war schon ein bisschen gemogelt, ne? Aber will man mich deswegen jetzt verhaften? Wer macht sich die Mühe, mir sowas unterzujubeln und hofft dann auch, dass ich dumm genug bin, das Ganze auf Instagram mit dem Hashtag Barockwelt zu teilen? Ich habe mal ein bisschen rumgesponnen und darüber nachgedacht, dass es sicherlich ein, zwei Fernsehinstitutionen gibt, Sendungen wie, weiß ich nicht, Late Night Berlin, Jan Böhmermann oder andere Leute, die uns hier den Bären aufbinden wollen. Ich habe da mal in die Kommentare reingeguckt und da stand dann tatsächlich Jan Böhmermann, Late Night Berlin und so weiter. Standst auch du da? Tatsächlich, da stand auch, das war doch bestimmt der Typ vom Tanzverbot-Prank. Also nicht mit Namen. Meinen Namen kennt ihr, glaube ich, nicht. Nee, ist aber egal, du bist der Typ, der Tanzverbot geprankt hat. Ja. Vielleicht ist das Ganze aber auch eine groß angelegte PR-Aktion von irgendeinem Kunstverband, der sensibilisieren soll, nämlich genau das. Ich habe absolut keine Ahnung, wer dahinter steckt. Es gibt so viele Möglichkeiten. Wenn jemand ernsthaft eine Originalskizze von Van Gogh mit der Deutschen Post verschickt, in einem billigen IKEA-Rahmen, der aus Pressspannen, ein paar Klammern, dieser Glasscheibe und einem weißen, nicht mal akkurat zugeschnittenen Blatt Papier besteht, dann bin ich wirklich enttäuscht. Ja gut, da hat er recht, dass man so ein teures Kunstwerk natürlich nicht mit einer Warensendung hinschickt für 1,90. Da sollte man schon 5 Euro für so ein Paket mit Sendungsverfolgung investieren. Aber eins ist sicher, das ist auf jeden Fall, dass gerade dieser Corona-Zeit hier eines der spannendsten Sachen gewesen, die wir seit langem hatten. Ich glaube sogar, dass ich dieses Ding tatsächlich in meine neue Wohnung aufhängen werde. Kleiner Spoiler, ich habe es nicht gemacht. Ich habe das Ding, ich habe einem Freund erzählt, ich habe hier eine Originalskizze von Van Gogh. So dumm wie der war, hat er das natürlich geglaubt. Und dann habe ich die einfach verbrannt. Einfach weil du. Ne? So? Der hat dann gesagt: Ja, gut, hast ja das Geld, ne? Klar. Seltsam ist, dass es fast schon wieder Kultstatus hat. Ich habe da jemanden für dich, der will ich kurz was fragen. Es ist so klar, dass dieser schmierige Aaron Troschke seine Finger da drin hat, Alter. Wirklich schmieriger Aaron Troschke, der seine Finger auch in jeder Influencerin in ganz Deutschland hatte. No front. Hast du dich denn über mein Paket gefreut? Natürlich nicht, weil das eine absolut billige Herangehensweise war und sehr absehbar. Das ist ja wirklich... Das ist wirklich da liegen. Also, wenn man sich das jetzt hier mal anguckt, ja, man macht das mal ganz kurz auf. Das ist ja erstmal hier, dass das hier hinten wirklich super, super billig gemacht ist. Also das ist ja hier so eine Crashbahnplatte, ne? Man sieht ja hier an der Risskante sogar, das ist ja nicht mal echtes Pergament. Ich hab's aber extra nach hinten gerissen, damit man es nicht so sieht. Ja, ja, aber wie du siehst, sieht man es. Also Marvin, der Effort war nice, ne? Also ganz hat sich gefasst. Ja, wir haben eben auch schon analysiert, was mir da alles so für Fehlereien passiert sind in die ganzen Dokumente. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass es gereicht hat für ein Video auf deinem Kanal. Ein bisschen Detective spielen ist ja auch nicht schlecht, ne? Eben, und gerade zu Corona-Zeiten haben sich die Leute sicherlich gefreut über die Wissensvermittlung. Absolut, absolut. Ich habe es auch schon im Internet eingestellt und ich habe es tatsächlich jetzt, ich werde es gleich losschicken, ich habe es an so einem Dorftrottel verkauft für 20.000, also mega gut. Hauptsache. Rief ich hoffe, dass du dahinter steckst und nicht die Arme, weil Arme so dämlich für sowas ist. Absolut richtig. Ja, da hast du recht. Ich habe echt gute Mühe gegeben. Da sage ich dann an der Stelle nichts mehr zu und verbleibe mit freundlichen Grüßen. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du es mit Humor genommen hast. Bis bald. Sehr gut. Macht's gut. Ne, fand ich eine coole Aktion, wirklich. Also starkes Video. Fassen wir die Aktion nochmal zusammen. Ich habe mein Video auf Revis Kanal bekommen. Ziel erreicht. Wir haben das Ziel war, dass ich darüber poste und das hat nicht funktioniert. Ich habe dich einfach hops genommen. Du kannst es jetzt nicht so drehen, wie du willst, Marvin. Original-Fußbälle an Fußball-YouTuber senden. Sehr stark, Digga. Ich würde gerne wissen, wer sowas... Ja, eben, sag doch mal Namen, Alter, wer das noch bekommen hat, Digga. Also wirklich. Ich warte auf Revis Reaktion. Ja, natürlich, natürlich. Klar, wartet ihr alle darauf, Alter. Hashtag Barockwelt. Ah, jetzt wird es auf einmal gepostet. Natürlich, klar. Jetzt geht's auf einmal los. Ja, Marvin, was soll ich dazu sagen? Wirklich gut, nicht schlecht, Alter. Schön, dass du dir die Mühe gemacht hast. Und schön, dass du wirklich da hingegangen bist und da so viel Zeit reingesteckt hast, ne? Was soll ich dazu noch sagen, Leute?